Anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt Kitzbühel hat sich die Sparkasse dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es handelt sich dabei um eine Jubiläumsmünze, also quasi ein geprägtes Stück Geschichte. Hinter uns findet gleich die obligatorische Pressekonferenz statt, wo wir uns die schönen Münzen gleich anschauen können. Herr Stöckel, vor 50 Jahren gab es ja schon mal eine Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Kitzbühel und auch eine Jubiläumsmünze. Ja, wir haben bereits 1971 als Sparkasse damals mit der Auflage einer Jubiläumsmedaille zu den 700 Jahren der Stadt Kitzbühel eben schon unseren Beitrag geleistet. Es war ein Riesenerfolg, auch noch viele Jahre danach war immer noch Nachfrage da und so war es eigentlich eine nahe Idee, dies jetzt zum 750-Jahr-Jubiläum eben auch wieder zu versuchen und wir hoffen, dass wir damit wieder eine ähnliche Begeisterung auslösen können als wie vor 50 Jahren. Ja, wir freuen uns, dass wir mit dieser Münzprägung sozusagen das Jubiläumsjahr einleiten dürfen. Die Sparkasse ist ja nicht nur ein Partner der Stadt, sondern sie gehört ja zur Stadt. Deswegen heißt sie auch schon Sparkasse der Stadt Kitzbühel. Sie gibt es immerhin auch schon seit 1899. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir so ein historisches Ereignis auch mit einer Münze begleiten. Und heute durften wir die erste Prägung vornehmen. Und es wird eine wirklich sehr schöne, auf der einen Seite Erinnerungsmünze, aber auch Wertanlagemünze geben, die unser Jubiläumsjahr 750 Jahre Stadt Kitzbühel dann abbilden wird. Wir haben eben diese Kupfermedaillen, die Silbermedaillen und eine sehr wertvolle, werthaltige Goldmedaille in einem Durchmesser von 4 cm. Die Medaille können Sie bei allen unseren Filialen erwerben, aber speziell in den Filialen im Stadtbereich, ebenso aber in den anderen Filialen, die im ganzen Bezirk verteilt sind. Und ja, der Hinweis sei mir gestattet, es ist kein Zahlungsmittel, sondern ist ein Erinnerungsstück, ist eine Wertanlage, und sollte einfach an das Jubiläum erinnern. Herr Anfang, erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über die lange und traditionsreiche Geschichte der Münze Hall. Wir haben in Hall begonnen, 1477 mit der Münzenbringung. Da hat der Sigmund der Münzreiche damals die Münzstätte von Meran, heimliche Hauptstadt von Tirol, nach Hall verlegt. Hat wirtschaftliche Gründe gehabt. Hall war sehr zentral, war eine sehr sichere Stadt. Und die sind dann von dem eigentlichen Goldgeld, das Zahlungsmittel schlechthin in der damaligen Zeit, seien die weggegangen auf eine Großsilbermünze zum gleichen Wert. Also die Kaufkraft war die gleiche und damit war eigentlich der Taler geboren. Auf der Rückseite der Münze ist ja das Stadtbild der Stadt Kitzbühel. Wie schwer war es, dieses Bild auf der Medaille zu verewigen? Es war jetzt nicht ganz ein einfaches Projekt, dieses Stadtbild umzusetzen. Das Bild von Feistenberger, der was das 1620er gezeichnet hat oder gemalt hat, ist ja sehr groß. Wir haben dann eigentlich nur den Teilbereich der inneren Stadt herausfischen müssen, aber den dann wieder grafisch umarbeiten, damit man auch dann diesen Stadtkern ja wirklich noch erkennen kann. Und das muss aber auf beiden Münzen möglich sein, weil wie man schon davor gehört hat, es gibt ja die Münze in 4 cm im Durchmesser und einmal in 25 zum Selberschlagen. Also um beides Mal muss sie aber auch erkenntlich sein. So, und ich darf mir heute zum allerersten Mal an diesem historischen Münzprägestock meine eigene Münze schlagen. So, los geht's. Bereit? Die Schauprägung haben wir ebenfalls bereits 1971 gemacht, war damals ein Riesenerfolg, sich seine eigene Münze zu schlagen, ist mir scheint ein Erlebnis, das wollen wir auch heuer wieder machen. Und so wie vieles in diesem besonderen Jahr, ist natürlich der Terminplan noch offen, wir werden das zeitgerecht verkünden. Die Schauprägung werden wir voraussichtlich da in der Vorderstadt machen, im historischen Kern der Stadt selbstverständlich. Und es würde uns freuen, wenn uns also da viele Besucher da beehren und da ihre Chance nützen, die eigene Münze schlagen zu können. Die Feierlichkeiten zur 750-Jahr-Feier der Stadt Kitzbühel nehmen quasi mit der Jubiläumsmünze ihren Anfang. Auf was dürfen wir uns denn noch so freuen dieses Jahr? Ja, zunächst sind wir natürlich noch in der Lockdown-Starre sozusagen. Wir wollten das Jubiläumsjahr schon längst beginnen, jetzt warten wir mal ab. Voraussichtlich werden wir im März eine Lichtprojektion in der Bezirkshauptmannschaft haben, damit wir auch die Historie der Stadt mit bewegten Bildern auch darstellen können. Ein großes Ereignis wird das Prima La Musica werden, Mitte März in der Landesmusikschule, ein großer Jugendmusikwettbewerb. Und schließlich natürlich der Höhepunkt am 6.
Juni diesen Jahres, also genau an jenem Tag, an dem Kitzbühel vor 750 Jahren zur Stadt erhoben wurde. Das soll eigentlich kein berauschendes Fest werden, sondern eine Erinnerung an eine sehr, sehr tiefe Geschichte unserer Stadt, auf die wir ganz besonders stolz sein können.